Katra-chan hat's gesehen. Ich bin Yuri. Heute war ich mit meinem Mann Kurok hier und den Kindern im Supermarkt. Ah, Yuri-san. Hallo. Hallo, Asami-san. Wow, ist das nicht etwa Postcholent-Milch? Wir kaufen dir ein Dollar-Milch. Ja, unsere Kinder mögen nicht wirklich Milch. Sie trinken sie nur, wenn es diese Sorte ist. Wir müssen diese kaufen. Wirklich? Aber das Fleisch ist auch hochqualitativ. Und diese Brühe ebenfalls. Du musst viel Geld haben. Wovon redest du? Um ehrlich zu sein, war mir nicht ganz wohl mit Asami-san. Sie redet immer nur über Geld mit uns. Okay, wir müssen los. Ich zahle mit Kreditkarte. Entschuldigung, Madame, aber die Kreditkarte ist abgelaufen. Was? Oh Mist, ich habe vergessen, dass die Karte letzten Monat abgelaufen ist. Tut mir leid, dann zahle ich bar. Okay, kein Problem. Hey, Kuroki-kun, wie entsorge ich diese Kreditkarte? Kreditkarte? Verbrenn die Zahlen mit dem Feuerzeug und zerschneide die Karten in kleine Stücke. Verstehe. Hier, ich mache es für dich. Es ist gefährlich. Danke. Die Karte war in kleine Stücke zerschnitten. Ich entschied, beides zu unterschiedlichen Zeiten wegzuwerfen. Okay, fertig. Ich wasche Geschirr ab. 2 Wochen später. Ich frage mich, wer das ist. Ja? Asami-san, brauchst du etwas? Yuri-san, komm raus! Ich war ein wenig argwöhnisch, aber ich öffnete die Tür. Was kann ich für dich tun? Das. Die Kreditkarte. Da fehlen ein paar Stücke, ich kann die Zahlen nicht lesen. Gib mir den Rest der fehlenden Stücke. Wie? Wie bitte? Ich sagte, gib mir die fehlenden Stücke. Weißt du, wie schwer es war, die fehlenden Stücke deiner Karte zu finden? Ich suche doch nicht zum Spaß in deinem Müll. Es scheint, dass Asami-san unseren Müll durchgewühlt hat und nach wertvollen Sachen gesucht hat. Aber warum kommst du direkt hierher und fragst mich nach der Nummer? Was soll das? Warte mal. Das ist Betrug. Nein, ist das nicht. Du hast die Karte weggeworfen, ich habe sie nur gefunden. Außerdem habt ihr doch Geld. Es macht euch doch nichts aus, wenn wir 1 oder 2 Kreditkarten von euch haben, oder? Die Person ist verrückt. Ich verhandle nicht mit solchen Menschen. Bitte geh. Was? Hey, was machst du da? Gib mir einfach die fehlenden Stücke. Gib sie mir. Wer ist diese verrückte Person? Nach einer Weile gab sie endlich auf und ging. Endlich ist sie weg. Was? Schon wieder? Ich schaute ängstlich durchs Guckloch. Was? Tsutsuji-san? Unsere Nachbarin Tsutsuji-san stand draußen. Tsutsuji-san, brauchst du etwas? Yuri-san, geht es dir gut? Ich habe Asami gerade schreien hören. Oh, ja. Ich habe irgendwie... Sie hat tatsächlich ein Strafverzeichnis und ist gerade auf Bewährung. Was? Wegen Kreditkartenbetrug. Meinst du das ernst? Nachdem ich von Asami-sans Geschichte gehört hatte, ging ich direkt zur Polizei. Was ist der Name der Person? Asami-san. Sie lebt auf der Etra Street. Sie schon wieder? Scheint so. Ich frage mich, wie oft das schon passiert ist. Tja, lassen Sie uns einfach wissen, wenn wieder etwas passiert. Wir kommen sofort. Okay. Danach? Ich rief meinen Mann Kuroki an und ging zur Vorschule, um meine Kinder abzuholen, ehe ich nach Hause ging. Yuri, alles okay? Ja, ich denke schon. Sie kommt doch nicht wieder, oder? Wer weiß. Hey du, komm sofort raus! Wer ist das? Diese Stimme? Wir überprüften vor Angst die Sprechanlage. Wir sahen Asami-san und ihren Mann mit 2 Kindern draußen stehen. Wir wissen, dass du da bist! Wenn du nicht willst, dass wir dir wehtun, dann gib uns die Karte! Ich konnte die limitierte Edition des Portemonnaies nicht kaufen wegen dir! Wie wirst du mich dafür bezahlen, du dummes Mädchen? Meinen die das ernst? Yuri, du versteckst dich mit den Kindern und rufst die Polizei. Ich ignoriere sie jetzt erst einmal. Okay. Arschlöcher, kommt raus! Mein Fahrrad! Nimm das! Nimm das! Stopp! Ah, Mist, es ist die Polizei! Wir müssen rennen! Mama! Ihr bleibt hier! Au! Mama! Hey, die Dame da gerade wurde von einem Polizeiauto angefahren! Was? Wir liefen hinaus, um nachzuschauen. Alles okay? Asami-san lebte, aber sah sehr mitgenommen aus und wurde gleich ins Krankenhaus gebracht. Geht es euch gut? Irgendjemand verletzt? Ja, wir sind okay. Wo ist der Mann? Warte, wie sieht es aus? Der Mann wurde jetzt erwischt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Gott sei Dank. Mama!
Was ist mit Ihnen? Wir werden Sie jetzt mitnehmen und den Verwandten Bescheid sagen. Keine Sorge. Verstehe. Arme Kinder. Danach wurden Asami-san und ihr Mann festgenommen und die Großeltern kümmerten sich um die Kinder. Gott sei Dank mieteten wir dieses Haus und mein Elternhaus war in der Nähe von Kurokis Büro. Wir entschieden uns einzuziehen und dort für eine Weile zu arbeiten. Wir ließen unsere Kinder zuerst dorthin ziehen, während wir packten. Wir sprachen auch mit dem Anwalt darüber, was passiert war, und reparierten mit unseren Ersparten das Fahrrad und zahlten unsere Umzugskosten. Wir reichten eine Klage ein und Asami-san und ihr Mann wurden bestraft. Mein Fahrrad! Mein armes Fahrrad! Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir jetzt Dinge wegwerfen. Und wenn wir das nächste Mal umziehen... Ja, wir müssen nachschauen, ob es irgendwelche verrückten Nachbarn in der Gegend gibt. Ihr alle solltet vorsichtig sein, wenn ihr umzieht. ご視聴いただきありがとうございました。クレジットカードの処分の仕方って困りますけど、なるほどそういう方法があるんですね。ためになりましたね。ためになりましたよ。というか、生ゴミとか捨てているか能性もあるのに汚いとか思わないんですかね。それよりもお金が手に入った方がずっといいとか、そういう考え方だったんですかね。巻き込まれた子供たちとロードバイクがとてもかわいそうでしたね。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、ゴミ漁りダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。エトラちゃん hat's gesehen. Ich bin Yuri. Das ist eine Geschichte von der Zeit, als ich noch in der Grundschule war. Ich sah die alte Dame am Morgen wieder. Letztens habe ich sie auch gesehen. Die alte Dame ist beängstigend. Sie sucht immer Müll und spricht mit sich selbst. Sie legt jede Menge Müll in ihren Wagen und es riecht schrecklich. Der Geruch lässt mich brechen wollen. Also versuche mich immer fernzuhalten. Ich auch. Neulich sah ich, wie jemand eine Dose nach ihr warf. Damals lebte ich in einer kleinen Stadt. Die alte Dame, die da lebte, war unter den Kindern berüchtigt. Die Dame lief immer gebeugt und schob ihre Sackkarre umher. Mit einem Haufen Müll drin. Außerdem war sie unfreundlich und hamsterte bei sich zu Hause. Unter uns Kindern war sie bekannt als die gruselige alte Dame. Ich habe gehört, dass die alte Dame nicht nur Müll herumfährt, sondern auch tote Tiere. Sie kocht und isst sie wahrscheinlich. Ah, eklig. Die glauben einfach Sachen, die sie noch nie wirklich gesehen haben. Das ist so unhöflich. Eines Tages... Oh, es ist die alte Dame. Oh nein, was soll ich machen? Das Licht wechselt gleich die Farbe. Entschuldigen Sie, die Ampel wechselt gleich die Farbe. Ich schiebe die Sackkarre, also beeilen wir uns. Was? Oh. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Diese Sackkarre ist ziemlich schwer. Müssen Sie das alles nach Hause bringen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kann ich Ihnen helfen, das zum Haus zu bringen. Was? Oh, danke. Achtung! Du weißt, wo ich wohne? Hm? Ja, das ist ziemlich bekannt in dieser Gegend. Oh. Ups, hätte ich das lieber nicht sagen sollen? Wir sind hier. Kann ich das hier abstellen? Ja, danke. Nach dem Tag traf ich noch ein paar Mal auf die alte Dame und habe ihr geholfen, ihre Sachen nach Hause zu bringen. Ein paar Monate später? Okay, ich gehe dann mal. Oh, warte. Warte hier kurz. Hm? Ich frage mich, worum es geht. Das ist für dich. Streck deine Hände aus. Wow, so schön. Darf ich das behalten? Ja, das gehört jetzt dir. Wow! Danke, ich passe gut darauf auf. Seitdem starrte ich den Ring dauerhaft an, wenn ich Freizeit hatte. Hey Yuri, wo hast du den denn her? Was? Der? Die alte Dame, die im Hamstererhaus lebt, am Ende der Straße. Was? Warum? Letztens, ich erklärte meiner Mutter, was passiert ist. Yuri, dieser Ring. Nimm ihn nicht mit zur Schule und trage ihn nicht draußen. Zeige ihn niemanden und gib damit nicht an. Behalte ihn sicher in deinem Schreibtisch. Hm? Okay, mache ich. Ich fand später heraus, dass der Ring eigentlich sehr wertvoll war. Einen Monat später? Ich werde nochmal schnell zur Bank gehen und Geld abheben. Willst du im Auto warten? Nein, ich komme mit. Willkommen. Ah,
Willkommen, Asami-sama. Was? Die Bankangestellten waren alle in einer Reihe, um die alte Dame zu begrüßen. Ich hörte später, dass die alte Dame eine große Investorin war. Sie war die Nummer 1 Kundin vieler Banken in der Nähe. Hier entlang, Madame. Diese alte Dame. Ich wusste nicht warum genau, aber ich schätze, sie war eine unglaubliche Person. Ein Jahr danach hat mein Vater die Arbeit gewechselt und wir sind in eine andere Stadt gezogen. Und ich weiß nicht, was dann mit der alten Dame passiert ist. Und dann, 10 Jahre später? Ich frage mich, wie es der alten Dame geht. Mama, weißt du was? Oh ja. Sie ist kurz nachdem wir weggezogen sind, verstorben. Oh, echt? Tochter Akane. Ja, und ich hörte, dass nachdem sie verstorben ist, hat ihre Tochter Akane ihr ganzes Geld geerbt. Sie gab das ganze Geld für Callboys und Männer aus. Und binnen 5 Jahre hatte sie alles ausgegeben. Was? Aber wie weißt du davon, Mama? Ich habe mich mit Karin-san angefreundet, als wir in der Stadt gelebt haben. Und ich habe das alles von ihr erfahren. Die Tochter hat überall damit angegeben, nachdem ihre Mutter verstorben ist. Sie fühlte sich wie eine Königin bei den Banken auf. Ich schätzte, mal nachdem die alte Dame verstorben ist und sie das ganze Erbe erhalten hat, wusste sie nicht, was sie mit dem ganzen Geld anstellen sollte. Sie ist anscheinend stark verschuldet. Ziemlich hart. Wow, das ist schrecklich. Oh, mal so nebenbei, hast du noch den Ring? Was? Ja, habe ich. Ich schaue ihn ab und zu immer noch an. Schau. Juri, ich werde es dir jetzt erzählen, weil du erwachsen bist. Ich habe den Ring mal mitgenommen und seinen Wert schätzen lassen. Was? Ist er nicht gefälscht? Nein, das ist eigentlich ein echter Saphir. Was? Bei dem Laden wurde mir gesagt, dass er ein paar tausende Dollar wert sei. Was? Meinst du das ernst? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass so etwas so wertvoll sein könnte. Ich habe Angst bekommen und ihn direkt nach Hause gebracht. Es ist etwas, was du als Geschenk erhalten hast, also kannst du damit machen, was du willst, aber pass gut darauf auf. Ah, die alte Dame, warum hat sie mir diesen Ring gegeben? Ich war mir nicht sicher, ob das einfach etwas ist, was reiche Frauen machen, oder ob dahinter eine Bedeutung steckte. Aber ich wette, sie hat mir den aus einem bestimmten Grund gegeben. Also will ich ihn nicht verkaufen. Ich behalte ihn erstmal in Sicherheit ab jetzt. ご視聴いただきありがとうございました。自分の目で見たことは信じてもいいかもしれませんが、憶測だけで噂を信じてしまうのはさすがに良くないですよね。実際、銀行の人が一斉に頭を下げるほどのすごい資産家の人だったわけですからね。それにしても、どんな気持ちで本物のサファイアの指輪を渡したのか、 とても気になります。思いから大変だと、荷物を家まで運んでくれるような優しい心の持ち主だから、指輪を見るたびに、その優しさを思い出してほしいとか、そんな思いが込められていたら素敵だなぁと私は思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、噂を安易に信じるのは良くないと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etta-chan hat's gesehen. Ich bin Karin. Das ist mein Ehemann Akamatsu. Wir haben uns auf einer Dating-App kennengelernt. Nachdem wir geheiratet haben, hatten wir unser erstes Kind, Takusa. Das Leben war gut, aber bald... Halt die Klappe! Ich schlafe im anderen Zimmer. Ich wusste, dass er so war, aber Akamatsu ist sehr egoistisch und er wollte mich für ihn behalten. Das ist es? Sorry, ich hatte keine Zeit. Es war unser erstes Kind, also war es echt schwer. Er beschwerte sich immer darüber. Wo sind meine Klamotten? Hey, schon wieder Überstunden? Takusa schlief einfach ein und... Was? Es ist wegen der Arbeit. Warum bist du so sauer? Ich dusche mich kurz ab. Oh, pack deine Klamotten in den Korb. Es war offensichtlich, dass er mir fremd ging. Lippenstift? Ernsthaft? Hast du kein Essen gemacht? Hä? Du meintest, du brauchst heute kein Abendessen, also... Nein. Oh, du bist nutzlos. Ein Kind großzuziehen war schon schwer genug, aber ich musste auch noch mit seinem Verhalten klarkommen. Es war nicht leicht.
Aber er hat mich nicht geschlagen oder so, also... Und wenn er gute Laune hatte, half er mir mit Tokusa, also... Außerdem war ich sowieso in der Elternzeit. Ohrringe. Ich kann mich noch nicht scheiden lassen. Ich wusste, dass er mir fremd geht, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe ihn sogar mal vor unserer Hochzeit erwischt. Ich habe ihn mit Beweisen gestellt, aber... Hey, was ist das, hm? Eine Mitgliedskarte für ein Motel? Ha? Das gehört nicht mir. Was meinst du? Ich habe das in deiner Brieftasche gefunden. Du vertraust mir nicht? Was zur Hölle ist dein Problem, du dumme Schlampe? Er log einfach und schrie mich an ohne Grund. Ich bin zu erschöpft, um mich wieder mit ihm zu streiten, also... Egal, vergiss es. Machen wir dich mal sauber. Dann, circa ein Jahr später, sagte mein Mann, er wolle mich jemandem vorstellen. Ich hatte eine Vorahnung. Willkommen! Ach, jemand erwartet mich schon. Ach, wie gedacht, eine Frau. Hey, ich habe Tokusa bei Mama gelassen. Worum geht's hier? Das ist Akane. Hi, ich bin Akane. Ich bin mit Akamatsu zusammen. Stellt er mich gerade wirklich seiner Affäre vor? Ach, hallo, Akane. Du wusstest, dass er dir fremd geht, oder? Warte, was? Ich habe ihr überall Hinweise hinterlassen. Idiot. Ich will es kurz halten. Wir wollen zusammenziehen. Ha? Karin, ich zahle dir alles. Bitte lass mich nicht mit ihr zusammenziehen. Warte, was? Ich dachte, du wirst dich scheiden lassen. Oder dass ihr mir sagen wollt, dass sie schwanger ist oder so. Warte mal. Ich weiß. Es wäre toll, wenn ihr euch scheiden lassen könntet. Ich will ihn heiraten. Hey, Akane, wir haben darüber geredet. Es ist kompliziert. Wir haben ein Kind und ich habe Arbeit und... Meinst du das ernst? Ja. Ich bezahle dir alles, was du brauchst. Ich zahle dir sogar mehr. Also bitte lass mich nicht mit dir zusammenziehen. Das ist wahre Liebe. Meinen die das ernst? Ich verstehe nicht. Warum heiraten sie nicht einfach? Aber ich bin nicht überrascht. Du willst keine Familie. Du willst Leuten einfach sagen können, dass du Frau und Kind hast. Aber innerlich willst du dich mit Frauen vergnügen. Außerdem hat er nicht mal den Mumm, meinen Eltern Bescheid zu sagen. Warum habe ich ihn geheiratet? Aber Tokusa ist zu jung. Ich kann mich nicht scheiden lassen. Na gut. Oh, danke, Karin. Juhu! Juhu! Aber unterschreib diesen Vertrag erst. Du wirst uns jeden Monat voll bezahlen. Natürlich. Ein paar Tage später zog mein Mann aus. Papa? Er kam einmal die Woche vorbei, um mit uns zu essen. Wenn wir Familienversammlungen hatten, kam er vorbei, nur um sein Gesicht zu zeigen. Glückwunsch. Oh, so süß. Ich erzählte meinen Eltern aber von unserem Deal. Sie sagten, ich könnte bei ihnen einziehen, wenn ich das wollte. Aber ich blieb erstmal still. Alleine leben war am Anfang schwer, aber... Lass uns schlafen. Ich glaube, ich habe jetzt mehr Zeit, weil Akamatsu nicht da ist. Mir fing es sogar an zu gefallen. Das Mädel regt mich auf, aber ich schätze, alles hat funktioniert. Ich fange an, von zu Hause zu arbeiten. Dann, ein Jahr später, erhielt ich einen Anruf. Karin? Was gibt's? Kann ich das Abendessen für morgen absagen? Ich bin sehr beschäftigt und... Klar. Ich hörte Akane im Hintergrund schreien. Irgendwas war falsch. Später erzählte mir Akamatsu alles. Akane hat einen Unfall und ihr Gesicht wurde ziemlich verunstaltet. Ich kann so nicht raus! Akane, die Ärzte behandelten ihre Wunden, aber sie meinten, es würden Narben bleiben. Sie hat ihren Job gekündigt und sich verschlossen. Seitdem ist sie wie besessen von mir. Ich kann nicht ohne dich leben! Bitte komm sofort nach Hause! Ja... Wann kommst du nach Hause? Ich dachte, du kommst heute früher nach Hause. Wo bist du? Bitte komm heim. Hilf mir, Akamatsu. Bitte, Akamatsu. Was soll ich tun? Klingt hart. Karin, kann ich zurückkommen? Aber es ist nicht mein Problem. Ah? Meine Güte. Akane, tut mir leid, wirklich, aber du wolltest das so, erinnerst du dich? Das hat nichts mit uns zu tun. Also nein, du kannst nicht zurückkommen und du musst uns weiter jeden Monat bezahlen. Ich habe die Papiere genau hier.
Akane ist dein Problem. Was? Du wolltest es so. Zieh jetzt nicht den Schwanz ein. Verpiss dich. Ist doch wahre Liebe, oder? Du packst das schon. Dann warf ich ihn raus. Ich fing wieder an, von zu Hause aus zu arbeiten. Das Leben ist ziemlich gut. Nicht aber für Akamatsu, wie ich hörte. Hallo, ja, schicken Sie es einfach rüber. Tokusa, Mama ist da! Mama! Ich habe auch etwas Geld angespart, also wenn ich möchte, kann ich mich scheiden lassen. So oder so, ich bin einfach froh, dass er aus meinem Leben ist. ご視聴いただきありがとうございました。本気の愛、本気の度合いは人それぞれなので、とやかく言うのは違うとは思いますけど、じゃあ結婚した相手に対しての愛って本気じゃなかったということなんですよね。そんな相手との子供を授かるだなんて本気の愛って何なのか全く理解できないです。愛を知るには私はまだまだ子供だということなんでしょうか。 愛って一体何なんや。教えてください。賢い人。話忘れてしまいましたが、皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またフリンダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。エトラちゃん hat's gesehen. Ich bin Karin. Da gibt es diese Frau, die mich seit kurzem nervt. Die da drüben. Sie heißt Asami. Wie? Warum bestellst du drei? Lass uns einen Drink bestellen und den teilen wir. So wird es billiger. Was? Nein. Sie war so billig. Was? Oh komm schon, sie werden es nie merken. Und sie bat uns immer, ihr Sachen zu geben. Tsutsuji, deine Tochter wächst so schnell. Kann ich ihre alten Kleider haben? Sie wird sie doch eh nur online verkaufen. Hier bist du. Ah, das Essen ist da. Wie? Das ist alles, was du essen wirst? Ja, ich meine, ihr habt so viel Essen bestellt. Hier, ich helfe dir. Was? Es ist okay, ich kann es selbst aufessen. Ja, ich auch. Was? Oh komm schon, gib mir was ab, ich will es probieren. Hey, kann ich ein paar extra Teller bekommen? Sieht lecker aus. Hier, bitte. Nur das? Asami, wenn du essen willst, warum bestellst du dann nicht selber etwas? Was? Hast du ein Problem mit mir? Hast du schon vergessen? Mein Mann hat mit ein paar echt gefährlichen Männern zu tun gehabt. Er hat immer noch Kontakte, weißt du? Macht einfach, was ich sage. Komm schon, gib mir was ab, Karin. Sie ist so nervig. Asami? Ich weiß, sie ist ziemlich nervig. Kann ich deinen Druck allein? Hast du das alles gemacht? Kann ich etwas mit nach Hause nehmen? Ich wünschte, wir würden uns nicht mehr mit ihr treffen. Ja, aber anscheinend hat sie Kontakte. Ich bin mir sicher, sie übertreibt, aber was, wenn sie nicht, du weißt schon, ein wenig beängstigend. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich habe eine Idee. Ja? Es ist nicht viel. Ich probiere es beim nächsten Mittagessen. Überlass es mir. Wie bitte? Eine Woche später. Asami bat uns erneut, mit ihr zum Mittag zu essen. Es hat ein neues Restaurant aufgemacht. Lass uns dorthin gehen. Am nächsten Tag. Wow, schaut euch die ganzen Leute an. Sie wieder versuchen, uns auszunehmen. Uff. Was soll ich bestellen? Es sieht alles so gut aus. Ja. Karin, kann ich davon etwas probieren? Siehst du? Okay, nur ein bisschen. Das ist lecker. Warte, Tsutsuji sagt, sie hat eine Idee. Ich frage mich, was das ist. Schaut euch diese Menschen an. Shh. Ruhe. Verdammt, alles sieht so gut aus. Beruhige dich, hör auf zu schreien. Bestell nicht so viel, du bestellst immer zu viel. Ich zahle heute. Was wollt ihr trinken? Gibt es Alkohol? Bist du doof? Das ist eine Bäckerei. Oh, sieht nach Problemen aus. Ich suche uns einen Tisch. Was? Warum? Es gibt doch noch so viele freie Tische. Sie schauen uns an. Tut mir leid, dass wir spät sind, Madame. Madame? Warte, sind das Asamis? Oh, ich denke nicht. Warte. Hey, Akamatsu. Hiragi. Wie geht es dir? Ich kann mich nicht beschweren. Tsutsuji. Kennst sie? Überlass es mir. Davon hat sie also gesprochen. Hey, Tsutsuji. Wie geht es deinem Mann? Es geht ihm gut. Danke fürs Kommen, Tachibana. Tachibana? Oh, ich wollte mir das Restaurant mal ansehen. Hier, ich habe etwas für dich. Schau mal. Ah,
dieser Käsekuchen. Ich dachte daran, mir welchen zu holen, aber ich dachte, ich werde ihn nicht aufessen können. Warte, das ist für uns? Ja. Woher kennst du sie, Tsutsuji? Oh, tut mir leid. Das sind meine Freunde. Tachibana wollte auch kommen, also habe ich sie auch eingeladen. Cool. Jo, das ist ja toll. Das ist so gut. Oh mein Mann. Vielleicht sind sie doch nicht so angsteinflößend, wie ich dachte. Danke, Sir. Danke, Tsutsuji. Sie ist diejenige, die uns von dem Restaurant erzählt hat. Hey, Tsutsuji, danke. Wenn du etwas brauchst, dann musst du nur fragen. Wenn dir jemand blöd kommt, dann lass es mich einfach wissen. Du gehörst zur Familie, Tsutsuji. Wenn dir jemand etwas tut, bekommt er es mit uns zu tun. Komm schon, gib mir etwas davon, Karin. Sie nervt so. Asami, was ist los? Nichts. Lass uns gehen. Das war lecker. Und wir haben Käsekuchen umsonst bekommen. Ja, lass uns bald wieder hingehen. Wie? Ein Text von Asami? Hey, wegen heute. Ich habe Tsutsuji nichts getan, oder? Wie? Was ist das? Ich weiß, ich sagte, ich kenne Menschen, aber die Wahrheit ist, ich... Mein Mann war nur ein ganz normaler Teenager. Er hatte ständig Probleme, aber nichts Ernstes. Aber Tsutsujis Freunde... Ich glaube, sie sind das einzig Wahre. Sie sind wahrscheinlich bei der Yakuza oder so. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht sauer. Warte, aber Tsutsuji, woher kennst du sie? Haben sie Kontakte? Nein, sie sind nur normale Leute wie du und ich. Was? Meine Familie betreibt ein Dojo. Sie kommen und machen hier Judo. Das ist alles? Ja, aber sie sehen recht gefährlich aus, oder? Ich dachte, das macht dir vielleicht ein wenig Angst und sie sind ziemlich stark. Aber sag es nicht, Asami. Anschließend trafen wir uns weiter mit Asami, aber... Tsutsuji, möchtest du etwas? Ich hol dir etwas zu trinken. Asami hörte auf, sie zu belästigen. Sie begann, sich bei Tsutsuji einzuschleimen. Es war komisch. Tsutsuji, ich habe dir Souvenirs aus meinem Urlaub mitgebracht. Oh, wirklich? Aber sie begann, mich zu schikanieren. Danke, aber warum hast du mir das alles mitgebracht, aber Karin nichts? Wie? Oh, es ist nur... Ich wusste nicht, was sie wollte. Ach, komm schon, das ist doch der Gedanke, der zählt, oder? Stimmt's, Karin? Was auch immer. Danke. Oh, sie ist so nervig. Oh? Was ist los, Tsutsuji? Brauchst du Hilfe? Tachibana ist in der Nähe. Soll ich sie einladen, Asami? Nein, bitte! Ich mach nur Witze. Ich werde mich nicht mehr mit Asami treffen. ほとんど食べておきながらお金を一銭も払わないとかは、あげた側からすると腑に落ちないですよね。というか、怖い人と知り合いだから逆らわない方がいいとか、なんというか、そんなのって友達とは言えないですよね。完全に脅しにかかっていますし、怖いかもしれませんけど、一緒にいて苦痛でしかないのであれば、付き合いはきっぱりやめるべきではないのかな、と簡単に言っちゃいます。 でもママ友だし、子供のことを考えたらなかなか縁を切るなんてできないとかもあるかもしれませんし、難しい世界ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etrachan hat's gesehen. Ich bin Kuroki. Das ist eine Geschichte über etwas, was mir passierte, als ich noch in der Grundschule war. Ich bin zu Hause. Meine Familie war arm. Beide meiner Eltern arbeiteten und kamen ziemlich spät nach Hause. Hausaufgaben? Fertig. So langweilig. Ich weiß was. Ich gehe zu Karin-san. Oh, hey Kuroki, wie geht es dir? Sind deine Eltern nicht zu Hause? Nee. Da war diese echt tolle Dame Karin-san, der einen Spielzeugladen gehörte. Sie verstand meine Situation zu Hause. Ich bin oft zu ihr gegangen, um mit ihr zu reden. Willst du eine Limo? Echt? Ihr gehörte der Spielzeugladen. Aber weil ich arm war, konnte ich nichts von ihr kaufen. Wie ist es? Lecker? Ja! Aber sie war trotzdem sehr gut zu mir. Hey, ist das ein neues Spielzeug? Ja, ist gerade rausgekommen. Cool, oder? Ja! Damals konnte ich mir keines der Spielzeuge leisten, aber ich dachte mir oft, eines Tages werde ich alle Spielzeuge, die ich möchte, aus dem Laden kaufen. Aber ein paar Monate später... Hm? Wir ziehen um? Es tut mir leid, es ist wegen meines Jobs.
Aber Kuroki, dein Vater wird befördert. Wir ziehen in ein größeres Haus. Wir werden auch anfangen, dir Taschengeld zu geben. Ich weiß, es ist schwer, aber sag deinen Freunden Tschüss, wenn du sie triffst, okay? Ich werde Karins dann nicht mehr sehen können. Kuroki! Oh, hallo! Hey, ich habe was für dich. Komm mal her. Hm? Tada! Das ist für dich! Huch? Das ist für mich? Ja, komm schon, mach's auf! Wow! Das ist das Spielzeug von damals! Ja, magst du's? Es ist ein Weihnachtsgeschenk. Es gehört dir. Oh, danke. Das ist das beste Spielzeug, das ich jemals bekommen habe. Ich... Was ist los, Kuroki? Hey, es ist alles gut. Sag mir, was passiert ist. Naja... Ich habe ihr erzählt, dass meine Familie umzieht. Ich verstehe. Ich werde dich vermissen. Ich wollte bei deinem Laden etwas kaufen. Es ist okay, ich gehe nirgends hin. Ich werde diesen Laden führen, auch noch wenn ich sehr alt bin. Also, wenn du erwachsen bist, komm mit deinen Kindern her, okay? Dann sind wir alle glücklich. Dann? Okay, ich verspreche es. Ich habe ihr ein Versprechen gegeben, bevor ich weggezogen bin. Ich habe in meiner neuen Schule viele neue Freunde gefunden. Ich habe ein ziemlich normales Leben danach geführt. Realschule, Gymnasium, Universität, einen Job gekriegt, habe geheiratet und so weiter. Dann... Er liebt Autos. Ja, genau wie ich, als ich so alt war wie er. Ich habe jetzt einen Sohn. Er wird in 2 Wochen 2 Jahre alt sein. Hey, Tsutsuji, können wir zu dem Spielzeugladen gehen, über den ich dir erzählt habe? Ich will sein Geburtstagsgeschenk da kaufen. Auf jeden Fall, natürlich. Nach mehr als 10 Jahren bin ich zurück zu dem Spielzeugladen gegangen. Ich hoffe, der Dame geht es gut. Da sind wir! Das weckt Erinnerung. Es hat sich überhaupt nicht verändert. Wo ist sie? Willkommen! Oh, hallo! Hi! Huch, das ist sie nicht. Wie kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung, ist Karin-san noch hier? Sie hatte graue Haare. Sie hat hier mal gearbeitet. Oh, meinst du meine Mutter? Du kennst sie? Ja. Als ich noch ein Kind war, war sie immer sehr nett zu mir. Dieses Spielzeug hat sie mir mal geschenkt. Ach, warte mal, bist du Kuroki-san? Ja, das bin ich. Wo ist Karin-san? Ich hoffe, ihr geht es gut. Meine Mutter, sie ist letzten Monat verstorben. Sie hatte einen Schlaganfall. Niemand von uns hat es kommen sehen. Sie wirkte kerngesund. Oh nein. Kuroki-san, hier. Was ist das? Ungefähr einen Monat bevor sie verstorben ist, hat meine Mutter mir gesagt, dass ich dir das geben soll, wenn du vorbeischaust. Erinnerst du dich an den kleinen jungen Kuroki? Er kam früher oft im Laden vorbei, als du noch in der Uni warst. Kuroki? Ach, er ist das Kind, was weggezogen ist, oder? Yep. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich auf einmal an unser Versprechen erinnert. Ich habe das Gefühl, dass er bald mit seinem Kind im Laden vorbeikommt. Also habe ich ihm ein kleines Geschenk geholt. Sie hat 2 Kisten vorbereitet, eins für einen Jungen und eins für ein Mädchen. Vielleicht wusste sie, dass sie nicht mehr viel Zeit hatte. Karin-san. Kuroki-san, würdest du dieses Geschenk von meiner Mutter akzeptieren? Mit Vergnügen. Danke. Vielen lieben Dank. Ich habe angefangen, vor meiner Familie zu weinen. Ich konnte es nicht zurückhalten. Dann... Alles klar, du kannst alles haben, was du möchtest. So viel du möchtest. Danke. Natürlich, ich habe deiner Mutter etwas versprochen. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Tschüss! Oh, wir sind zu Hause. Lass uns die Geschenke aufmachen. Guck dir das alles an! Wow! Brumm, brumm. Sieht so aus, als ob ihm das am meisten gefällt. Das ist von Karin-san, oder? Ja, genau wie ich, als ich so alt war wie er. Sie wusste genau, was ich wollte. Deswegen hat sie mir das Spielzeug gegeben. Wir sollten unseren Respekt demnächst mal zollen. Oh. Karin-san hat sich an unser Versprechen erinnert. Ja!
Ich bin so traurig, dass ich sie nicht nochmal sehen werde. Aber ich werde es nie vergessen, wie nett sie zu mir war. Und wenn mein Sohn erwachsen wird, werde ich ihm alles über sie erzählen.愛する奥さんが交通事故にあって命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて、悪いことばかりが続いてもいいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。 また、少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etra-chan hat's gesehen. Ich bin Kuroki. Ich habe vor 6 Monaten in dieser Firma angefangen. Aber... Kuroki! Ah! Was zur Hölle ist das? Das ist Müll! Mach das nochmal! Armer Typ. Es war nicht mal so schlecht. Er hasst ihn einfach, das ist alles. Du bist nutzlos! Beeil dich! Ja, Sir. Das ist mein Chef Akamatsu. Ich glaube, er mag mich nicht sonderlich. Ich bin zu Hause. Schon wieder Überzeit? Hey, Kuroki. Willst du was essen? Nein, danke. Geht es ihm gut? Er ist schon seit einer Weile so. Ich weiß. Ich gehe schlafen. Hey, Tachibana. Du bist ein großer Bruder. Rede mit ihm in Ordnung? Ich glaube, er hat es einfacher, mit dir zu reden. Er ist kein Kind mehr. Ich bin mir sicher, es geht ihm gut. Ich verstehe es. Wir haben seit 5 Jahren nicht mehr geredet. Er möchte nicht mehr mit mir sprechen. Aber ich hatte Freunde, mit denen ich reden konnte. Er hat mich mit Sachen beworfen. Ich werde hart arbeiten und mir etwas Besseres einfallen lassen. Klingt gut! Ich spiele seit einer Weile dieses Online-Spiel. Danke fürs Zuhören. Ich kann nicht wirklich mit den Leuten meiner Familie reden, also... Kein Problem, Digga! Ich habe diesen Typen namens Etra kennengelernt und er war ein echt guter Zuhörer. Ich habe ihm vertraut. Ich konnte mit ihm über alles reden. Ich habe mich einfach so wohl damit gefühlt, mit ihm zu reden. Hey Kuroki, lass mich dir einen Rat geben. Um mit solchen Leuten klarzukommen, brauchst du einen bestimmten Gegenstand, um dich zu wehren. Gegenstand? Ein Diktiergerät! Was? Es wird sich lohnen. Glaub mir. Ich verstehe. Du hast recht. Danke, Alter. Ich hole mir jetzt eins. Dann? Eine Woche später ergab sich die erste Gelegenheit, das Diktiergerät zu benutzen. Du Idiot. Jetzt hast du es geschafft. Herr Katsura ist allergisch gegen Krabben. Wie konntest du das nicht wissen? Hören Sie bitte auf, Herr Akamatsu. Es fing alles an, als Herr Katsura, einer unserer Klienten, sagte, dass er allergisch gegen Krabben sei. Aber ich habe ihn kontaktiert und nachgefragt. Er meint, er hat keine Allergien. Er hat recht, es war mein Fehler. Es gibt ja auch anderes Essen, also keine Sorge. Herr Katsura, es tut mir so leid. Kuroki, das ist deine Schuld! Auf den Boden, entschuldige dich! Nein, das ist nicht notwendig. Es tut mir leid. Kuroki, das ist nicht ihre Schuld. Wenn überhaupt, ist es unsere Schuld. Entschuldigung, könnten wir ein Handtuch bekommen? Unsere Klienten waren echt nett. Gott sei Dank. Ich bin satt. Du hattest Glück, Bursche. Ja, er hatte mich ohne Grund mit Tee übergossen. Will er sich nicht mal entschuldigen? Oh, hey. Wenn dieser Deal in die Hose geht, sage ich dem Manager, dass es deine Schuld war. Hä? Warum? Was meinst du? Unser Klient ist allergisch gegen Krabben und du bringst ihn zu einem Krabbenrestaurant. Aber es war nicht meine Schuld. Hä? Hör zu, Bursche. Ich hab dir vorher klipp und klar gesagt, dass er allergisch gegen Krabben ist. Was? Niemals! Warte! Das hast du mir nie gesagt! Oh, ist das so? Naja, ist doch nicht wichtig, was du so glaubst. Ich habe es dir gesagt, Ende der Geschichte. Also ist das dein Fehler? Er wird versuchen, mir das in die Schuhe zu schieben. Na gut, dann sage ich dem Manager eben meine Seite der Geschichte. Ha? Viel Glück! Du hast hier gerade erst angefangen. Niemand wird dir glauben. Ich glaube, das wird er. Ich habe alles aufgenommen. Hä? Was? Meinst du das ernst? Gib mir das sofort! Nein! Ich werde denen alles erzählen! Du Bastard! Lösch es sofort! Ah!
Hey, aufhören! Danach wurde Akamatsu verhaftet und angezeigt. Aber ich wurde bei der Firma gekündigt, weil ich Unruhe gestiftet habe. Dann, obwohl ich die Aufzeichnung einreichte und ihnen alles über Akamatsu erzählte, haben sie ihn nicht gefeuert. Das macht keinen Sinn. Kuroki hat nichts falsch gemacht. Dieser Typ, er hat seine Knochen gebrochen und hat sich nicht mal entschuldigt. Geht's dir gut? Ja, es wird besser, aber es tut immer noch weh, wenn ich esse. Ich bin so sauer. Ich habe ihm gebeten, meine Krankenhausrechnung zu zahlen, aber er ignoriert mich. Auch keine Entschuldigung. Und er darf seinen Job behalten. Ich will mir einen Anwalt besorgen, aber ich habe keine Ersparnisse. Und auch keinen Job, also... Ich bin so sauer. Gib nicht auf. Kämpfe. Kämpfen? Wie? Ich leihe dir Geld. Gib mir deine Bankdetails. Was? Ich schicke es dir direkt morgen früh. Such deinen Anwalt. Kämpfe. Ich dachte, er macht Späße. Oh. Ernsthaft? Aber hat nicht. Auf meinem Konto sind $30,000 eingegangen. Der Absender ist eine Frau? Ich bedankte mich sofort bei Etra. Alles gut. Jetzt kannst du dir einen Anwalt holen. Er antwortete... Ich frage ihn später über seinen Namen aus. Und dann heuerte ich einen sehr guten Anwalt an. Packen wir's. Erst hat sie sein Konto eingefroren. Er hat versucht abzuhauen, aber der Anwalt war ihm immer zwei Schritte voraus. Im Endeffekt bezahlte er mir alle Kosten. Dann hat Herr Katsura, einer unserer Klienten, davon mitbekommen. Er hat aufgehört, mit Akamatsu Geschäfte zu machen und im Endeffekt wurde er auch gefeuert. Danke vielmals, ich hab's geschafft. Ich zahle dir alles die Woche zurück. Glückwunsch! Keine Sorge, mach langsam. Viel Glück bei deiner nächsten Firma. Danke sehr. Vielleicht sollte ich mit meiner Familie mehr über die Arbeit und so reden. Ja, gute Idee. Mein Bruder besorgte mir einen Job bei einer Firma, die er kannte. Wir haben uns als Kinder immer gestritten, aber ich schätze mal, er sorgt sich noch um mich. Hey, können wir uns treffen? Ich will mich persönlich bei dir bedanken. Keine Sorge, Alter. Ist schon gut. Scheint so, als ob er sich nicht treffen will. Ich hab nicht aufgegeben. Komm schon, es wird nicht lange dauern. Ist es, weil Etra eine Frau ist? Alles klar, treffen wir uns. Also war es entschieden. Ich würde endlich Etra kennenlernen. Dann? Bar Yuri, das ist es. Hey. Hä? Was zum... Tachibana? Was geht? Warte, du bist Etra? Ja, stimmt. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit mit meinem Bruder geredet habe. Ich wollte nicht, dass mein Name auftaucht, also bat ich eine Freundin, dir das Geld weiterzuleiten. Warum hast du das alles durchgemacht? Du hättest es mir einfach sagen können. Ach, naja. Wir haben seit Jahren nicht geredet, aber es scheint so, als hatte er die ganze Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, alles wieder gut zu machen. Aber weil er sich nicht getraut hat, mit mir persönlich zu reden, hat er mich durch ein Online-Spiel kontaktiert. Ich war immer ein Arschloch zu dir, Kuroki. Ich war auch nur ein Kind, weißt du? Mein Fehler. Mir tut es auch leid, Alter. Mhm. Danke, Bro. Du hast mir echt ausgeholfen. Dafür sind große Brüder da. Wenn du mal was brauchst, sag Bescheid. Danke, Alter. Und so haben wir nach etlichen Jahren uns endlich vertragen. Dann? Ein paar Monate später hat er seine Freundin Karin geheiratet. Es war die Frau, die mir das Geld überwiesen hatte. Kuroki, danke. Du hast uns zusammengebracht. Danke, Bro. Du schuldest mir was. Ich habe so ein Glück, einen Bruder wie ihn zu haben. Er hat mich gerettet. Ich freue mich so für ihn. Glückwunsch! ご視聴いただきありがとうございました。愛する奥さんが交通事故によって命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、 急展開、職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いてもいいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etra-chan hat's gesehen. Ich bin Yuri. Frühstück!
Das ist meine Tochter Tsutsuji und mein Mann Katsura. Wir sind eine recht gewöhnliche Familie, wenn du mich fragst. Yuri, du hast heute dein PTA-Meeting, oder? Ja, ich gehe danach mit meinen Freunden was essen. Alles klar, viel Spaß. Hey, hör dir das an. Es ist unglaublich. Mein Onkel, er wurde fast von Asami-san reingelegt. Huch, Asami-san? Was ist passiert? Asami-san war eine andere Mutter aus Tsutsuis Klasse und ich habe die Gerüchte über sie gehört. Letztens war mein Onkel in seinem Auto, er wartete an einer Ampel. Huch, geht es ihr gut? Sie stolpert umher. Was zum... Was machst du da? Aua. Was zum... Geht es dir gut? Nein, geht es nicht. Du hast mich angefahren. Es tut weh. Was? Du hast mich angefahren? Was? Wieso sollte ich das tun? Du hast mich umgefahren. Was? Aber vielleicht hast du recht. Ich war ein wenig unvorsichtig. Also gut. Ich werde die Polizei nicht rufen, wenn du mir $3000 Entschädigung zahlst. Was zur Hölle? Wow. Und was ist dann passiert? Er hat ihr gesagt, dass er alles aufgenommen hat und danach ist sie weggerannt. Als mein Onkel mir davon erzählt hat, habe ich ihm ein Bild von Asami-san geschickt und genau wie erwartet war sie es. Ist das die Frau links mit der Brille? Ja. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, wer weiß, was sie als nächstes probiert. Das war nicht alles. Es gibt viele Gerüchte über sie. Ich habe mal gehört, dass sie auch Sachen klaut. Aber es gab nie genügend Beweise. Sie wurde nie verhaftet. Ich will Tsutsuji hier einfach raushalten. Ja, lasst uns hoffen, dass sie bald verhaftet wird. Ein paar Wochen später. Hallo allerseits. Danke fürs Vorbeikommen. Als erstes auf den Plan. In letzter Zeit gibt es viele Berichte über Telefonbetrug. Bitte seid vorsichtig. Wenn ihr zu Hause seid, warnt bitte auch eure Familienmitglieder. Auch wenn alle 5 Fälle in einem Versuch endeten. Sie ist es, ich weiß es. Kannst du sie fassen? Aber bist du dir sicher? Vielleicht ist sie es nicht. Aber die Anruferin war eine Frau, oder? Wer könnte es sonst sein? Hm? Alles klar, bis dann. Hey, Yuri. Hast du einen Moment? Huh? Klar. Das Ding ist, wegen dem Telefonbetrug, meine Oma hat letztens einen ähnlichen Anruf bekommen. Huch. Alles war gut. Sie hat es sofort geschnallt und aufgelegt. Dein Enkel war in einem Unfall verwickelt. Netter Versuch. Meine Enkelkinder geht es gut. Ich verstehe. Ich habe danach mit ihr geredet. So wie sie geredet hat, ihre Stimme. Ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Warte, sagst du... Yuri? Kannst du mir helfen? Ich weiß, ich verlange viel, aber... Ich will sie erwischen. Ich will es ihr heimzahlen, dafür, dass sie versucht hat, meine Oma reinzulegen. Okay, ich helfe. Und so habe ich beschlossen, Karin zu helfen. Was? Yuri, auf keinen Fall! Du hast im Lotto gewonnen? Akane, beruhig dich. Nicht ich, meine Oma. Wie viel? $50.000. Was? Das ist verrückt. Nebenbei, das war alles eine Lüge. Wir haben das alles erfunden. Der Köder war gelegt. Jetzt mussten wir nur noch abwarten. Hey, Yuri. Entschuldige meine Verspätung. Keine Sorge, Oma. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Es ist okay. Ich finde es sogar echt aufregend. Lass uns die Bösen erwischen. Meinst du, es klappt? Ja, auf jeden Fall. Sie wird versuchen, sich die $50.000 zu holen. Ich bin mir sicher. Vertrau mir. Siehst du? Ist sie es wirklich? Okay, Oma, jetzt bist du dran. Mach sie auf Lautsprecher. Okay. Hallo? Wer ist da? Bitte helfen Sie mir. Mein Name ist Tsubaki. Yuri-san, sie steckt in Schwierigkeiten. Sie hatte einen Autounfall. Sie hat das Auto eines Yakuza-Mitglieds angefahren. Und die Gauner haben sie. Sie wollen ein Lösegeld. Bitte, ich will ihr helfen, aber sie wollen $50.000. Wenn es für Sie okay wäre, würde ich vorbeikommen und das Geld abholen. Könnten Sie das Geld schnell zusammensammeln, so schnell es geht?
Oh, okay, ich mach's. Sie kann sehr gut schauspielern, das werde ich ihr lassen. Wer aber würde das glauben? Sie ist unglaublich. Ich weiß. Okay, lasst uns die Polizei anrufen. Ja? Hi, ich bin's, Tsubaki. Ich habe vorhin angerufen. Haben Sie es? Ah, ja. Hier hast du's. $50,000. Es ist alles da. Danke. Alles klar. Stehen geblieben. Hm? Was? Warum bist du... Hey! Wir wissen, wer du bist. Nimm die Maske ab und auch die Sonnenbrille. Was? Nein, ich bin nur zum Besuch da und... Ah! Siehst du, ich wusste, du bist es, Akane. Ich konnte es daran erkennen, wie du gesprochen hast. Du hast über die Lotterie gelogen, du Lügnerin! Das sagst du. Ich weiß auch, dass du Geld aus meiner Tasche geklaut hast. Was? Nein! Das habe ich nie getan! Dame, Sie sind aufgrund Betruges verhaftet. Hey, lassen Sie mich los! Geh kurz rein. Sei leise. Was? Wir kriegen noch einen Gast zu Besuch. Hallo, ich bin für das Geld hier. Wie haben Sie die $50,000? Danke vielmals. Dame, Sie sind aufgrund Betruges verhaftet. Was? Was? Wir sind so überrascht, wie du es bist. Danke für Ihre ganze Hilfe. Was zur Hölle machst du hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Genau. Akane-san und Asami-san haben beide versucht, meine Oma zu betrügen. Noch ein Anruf? Vielleicht hat sie vergessen, uns etwas davon zu erzählen. Wer weiß. Hallo? Bitte helfen Sie. Yuri-san hat sich Geld von ein paar echt üblen Leuten geliehen und sie suchen sie. Du musst $50,000 zurückzahlen, so schnell es geht. Ich komme vorbei und hole das Geld ab. Habe nicht erwartet, sie beide zu erwischen. Wer hätte das gedacht? Sie wurden beide für viele Jahre eingesperrt. Ihre Familien haben sie verlassen und haben die Stadt verlassen. Aber ich schätze mal, Akane-san hatte auch über Asami-san recht. Ja, sieht so aus. Deswegen hatte sie versucht, alles auf Asami-san zu schieben. Aber sie hätte nie gedacht, dass Asami-san das Gleiche probiert. Haha. Aber ich hatte keine Ahnung, dass Akane böse war, bis Karin mir das sagte. Juhu. Vielleicht hat sie mir auch Geld entnommen. Wer weiß. Ich passe ab jetzt lieber besser auf. Ja, ich mache mir immer Sorgen um dich, Yuri. Ich fasse es immer noch nicht, was passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu so etwas in der Lage wären. Aber wenigstens wurden sie erwischt. Schlussendlich ist Normalität wieder eingekehrt. ご視聴いただきありがとうございました。愛する奥さんが交通事故にあって命の危機にさらされた年だ瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて、悪いことばかりが続いても、 いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etra-chan hat's gesehen. Mein Name ist Tokusa. Lass mich euch zu einem Tag zurücknehmen, an dem ich mit meinen Mitarbeitern etwas trinken war. Was? Was zur Hölle, Kuroki? Du magst diese Schauspielerin Karin? Ja. Sie sieht aus wie ein Typ. Was magst du an ihr? Sie ist ein Gorilla. Ein Gorilla. Was ist mit dir, Hiraji? Wen magst du? Ich stehe auf dieses Idol Tsutsuji. Ach, die Schabracke? Jeder weiß, dass sie über ihr Alter liegt. Oh, da fängt er schon wieder an. Unser Chef liebt es, Leute schlecht zu reden, oder nicht? Ja. Unser Chef Akamatsu war sehr wählerisch, was Aussehen angeht. Egal wie schön der Promi, über den wir redeten, war, er würde immer einen Grund finden, sich über sie lustig zu machen.
Und? Was ist mit dir, Tokusa? Ich stehe nicht so auf Promis. Was? Dann bist du bestimmt schwul. Er hat niemanden physisch geschadet, aber seine Worte haben alle immer aufgeregt. Oh Mann, was bringt ihm all das? Am besten, man lässt es nicht zu sehr an sich ran. Wollen wir noch einen letzten trinken gehen, um ein bisschen den Stress abzubauen? Klar, warum nicht? Yusiria und ich haben insgeheim die letzten 2 Jahre gedatet, mal so nebenbei. Ich habe sogar daran gedacht, ihr bald einen Antrag zu machen. Soll ich sie mit einem Ring überraschen oder soll ich sie einen aussuchen lassen? Ein paar Tage später. Hey Kuroki! Wo zur Hölle sind die Konferenzunterlagen? Beeil dich! Warum hat er heute so schlechte Laune? Sie hatten gesagt, dass sie die Unterlagen bis morgen haben wollten. Lassen Sie es nicht an uns aus, dass Sie schon wieder mit Ihrer Frau gestritten haben. Hä? Haltet die Klappe, ihr alle! Ihr habt immer nur Ausreden! Beeilt euch und fangt an zu arbeiten, ihr nutzlosen Mülleimer! Das sagt der Richtige. Akamatsu hat weiterhin seine persönlichen Probleme an uns ausgelassen. Ihr habt diesen Monat hervorragende Ergebnisse erzielt. Wer leitet solch gute Arbeit? Ach, du weißt schon, ich, wie üblich. Huch! Und er log und holte sich die ganze Anerkennung. Oh, verdammt! Warum zur Hölle ist dieser Typ Chef? Ich verspreche, ich werde so hart arbeiten, bis ich befördert werde und über ihm stehe. Oh! Hey, Tokusa. Hm? Was hältst du davon, bald zu heiraten? Huch! Warte, was? Das kommt plötzlich. Ja, hast du Zweifel? Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Aber es ist bald unser Jahrestag. Ich hatte überlegt, dir dann einen Antrag zu machen. Oh, sorry, dass ich es vermasselt habe. Aber wir müssen daraus nichts Besonderes machen. Also was meinst du? Willst du mich heiraten? Ja, bitte, heirate mich, Yusuria. Natürlich. Naja, wir sagen am besten unseren Eltern und Mitarbeitern Bescheid. Huch? Oh, ja. Aber warum genau jetzt? Es ist nichts, worüber wir reden sollten, währenddessen ich mich über die Arbeit beschwere, oder? Nein, nein. Es ist die perfekte Zeit, um dieses Gespräch zu führen. Huch. Und so kam es dazu, dass wir heiraten würden. Und bevor ich mich mit ihren Eltern getroffen habe... Ich habe meinen Vater schon von dir erzählt und er ist beschäftigt, also lass uns den anderen bei der Arbeit schon mal davon erzählen. Wir entschieden, an Silvester während der Firmenfeier allen davon zu erzählen, wenn alle versammelt waren. Was? Ihr heiratet? Was? Ich wusste nicht mal, dass sie miteinander ausgeht. Glückwunsch, Tokusa! Mann, was ein Glückstreffer. Ich bin neidisch. Danke. Also, wo ist die Glückliche heute? Sie sagte, sie würde gleich auftauchen. Also, wollte sie, dass ich euch schon mal Bescheid sage. Bedeutet das... Wirst du ihnen auch Bescheid sagen? Sagst du mir, dass du nicht mehr trinken kannst? Naja, ich schätze mal, er reagiert gelassen. Chef, es gibt ja etwas, was ich Ihnen erzählen muss. Huch? Chef, ich werde heiraten. Was? Das Mädel muss verrückt sein. Wer würde dich denn heiraten wollen? Dieses Arschloch. Also, wer ist die Unglückliche? Yusuria. Wir sind zusammen, seit über 2 Jahren. Pfft. Yusuria? Du hast so einen schrecklichen Frauengeschmack. Hast du das Muttermal in ihrem Gesicht gesehen und ihre Augen? Sie sehen aus wie Fuchsaugen. Ich kann das Gesicht nicht ausstehen. Ich möchte mich am liebsten übergeben, wenn ich es sehe. Naja, was auch immer. Ihr seid im perfekten Paar, schätze ich. Hey. Fick dich, Arschloch. Tokusa, hör auf. Hör auf, so zu reden, als ob du sie kennen würdest. Boah, beruhig dich. Ich mach doch nur Spaß. Das nennst du Spaß? Sag mir, was daran lustig ist, wenn ein Arschloch schlecht über deine Verlobte redet. Nur zu, rede mich schlecht und fahr den ganzen Lob für meine Arbeit ein. Aber dieses Mal hast du eine Grenze überschritten. Was geschieht hier? Der Präsident! Der Präsident! Sie sollten diesen Typen kündigen. Er hat gerade versucht, seinen Chef zu schlagen. Stimmt das, junger Mann? Ja.
Bitte warten Sie, Tokusa ist hier nicht der Schuldige. Ja, Tokusa hat versucht, ihn zu erzählen, dass er bald heiraten würde. Aber der Chef hat über seine Verlobte hergezogen. Er missbraucht immer seine Macht und klaut uns den ganzen Lob. Hey, hört auf zu lügen. Herr Präsident, glauben Sie mir, ich habe nichts. Akamatsu, wie heißt die Frau, über die du geredet hast? Yusuriya von unserer Abteilung. Ich verstehe, Akamatsu. Diese Frau Yusuriya, von der du dich am liebsten übergeben willst, das ist meine Tochter. Huch? Was? Tokusa, wusstest du das? Nein, ich hatte keine Ahnung. Tokusa, Yusuriya hat mir von eurer Verlobung erzählt. Es tut mir leid, dass ich zu beschäftigt war, um mit dir einmal zu reden. Nein, es tut mir leid, dass ich nicht vorbeigeschaut habe. Und Akamatsu, meine Tochter hat mir auch alles über dich erzählt. Ich musste es sehen, um es zu glauben, aber es scheint, als ob alles, was sie mir erzählte, wahr ist. Du wirkst nicht dazu geeignet, ein Chef zu sein. Ich werde degradieren müssen. Du kannst von vorne anfangen unter Tokusas Aufsicht ab jetzt. Nein, bitte geben Sie mir noch eine Chance. Und so habe ich Akamatsu Stelle als Chef übernommen. Yusuriya, warum hast du mir nie Bescheid gesagt? Naja, ich wollte nicht, dass es unsere Beziehung beeinflusst. Ich wollte, dass du mich als Frau siehst, statt als die Tochter vom Präsidenten. Ich verstehe. Hey, mal so nebenbei. Hast du dir den Tag freigenommen, weil du wusstest, dass unser Chef sich so auslassen würde? Naja, solche Idioten finden immer einen Weg, ihr eigenes Grab zu schaufeln. Ich habe nur am Timing geschraubt, weißt du? Ich wusste es. Es war alles berechnet. Oh Mann, sie ist so gegriffen. Und? Ein paar Tage später ging ich zum Haus des Präsidenten, um sein Einverständnis zu bitten. Auch wenn Akamatsu es provoziert hat, war es falsch von mir, ihn so anzugehen. Ich bereue es. Du bist so ein ernster junger Mann. Ich war glücklich. Du warst bereit, deinen Job zu opfern, um die Würde meiner Tochter zu beschützen. Ich bin sehr froh, dass du es bist, der meine Tochter heiratet. Herr Präsident! Jedoch gibt es jetzt noch viel zu tun. Ich muss alles vorbereiten, dass du mich irgendwann ersetzen kannst. Bereite dich vor, Junge. Ja, Sir. Es ist ziemlich viel Druck zu wissen, dass ich der zukünftige Präsident der Firma sein werde. Aber mehr als das vermassle ich es am besten nicht mit Yusuriya. Du brabest laut vor dir hin, Tokusa. Ach ja, und mein ehemaliger Chef Akamatsu wurde zum normalen Mitarbeiter degradiert. Akamatsu, hast du die Papiere für mich kopiert? Akamatsu, du machst das falsch. Akamatsu, ich dachte, ich hätte dir gesagt, die E-Mail sollte seit gestern verschickt werden. Er wirkt so, als sei ihm sehr unwohl. Von deinen ehemaligen untergeordneten Mitarbeitern herumkommandiert zu werden, muss schlimmer sein, als den Job zu verlieren. Dieser Vorfall hat ihn wieder auf den Boden gebracht. Ich habe nie wieder Lästereien aus seinem Mund gehört. Wie oft muss ich es dir noch sagen, Akamatsu?愛する奥さんが交通事故に遭って命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いても、いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。 また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etra-chan hat's gesehen. Ich bin Yuri. Eines Tages entschied ich mich, alleine eine Autotour zu machen. Guck dir die ganzen Blumen an. Oh, schau mal die Ziegen. Das Eis ist so lecker. Hiragi. Sorry, Yuri. Ich mag jetzt jemanden anderes. Lass uns Schluss machen. Das Ding ist, mein Freund und ich haben uns letztens getrennt. Deswegen habe ich alleine den Urlaub gemacht. Nein, nein. Ich muss ihn jetzt vergessen. Ich habe es den ganzen Weg geschafft. Komm schon. Ich bin zurück in mein Auto gestiegen und bin zum nahegelegenen Laden gefahren. Schau mal das ganze Gemüse. Was ist das? Ich habe ein wenig eingekauft und bin dann zurück zu meinem Auto. Ah! Hey, pass auf, Idiot!
Entschuldige? Was ist los, Akamatsu? Dieses Mädel ist in mich gelaufen. Was? Du bist in mich gelaufen? Hey, du bist süß. Komm doch mit uns. Lass uns eine Fahrt machen. Hä? Was? Tachibana, meinst du das ernst? Du hast einen schrecklichen Geschmack. Ach, lass ihn doch. Komm schon, du bist doch in ihn gelaufen, oder? Das ist doch das Mindeste, was du tun kannst. Aufhören! Hör auf! Komm schon! Lass mich los! Hey, lass das! Hey, warte! Komm schon, starte, starte! Warte! Ich hatte so Angst. Meine Hände haben gezittert. Ich muss weg von hier. Das ist das Einzige, woran ich gedacht habe. Aber sie folgen mir. Sie verfolgen mich. Vielleicht fahren sie einfach nur in dieselbe Richtung. Ja, aber egal wohin ich auch fuhr, sie fuhren mir nach. Sie jagen mich. Ich weiß, ich halte an. Dann, wenn sie aussteigen, haue ich ab. Aber als ich bei einem Laden in der Nähe anhielt, parkten sie neben mir und starrten mich an. Sie steigen nicht aus. Das wird nicht funktionieren. Ich fahre in die Stadt. Ich fahre zur Polizeistation. Ich bin mir sicher, sie lassen mich danach in Ruhe. Da geht sie schon wieder. Wann gibt sie wohl auf? Los, los! Ich fuhr in die Innenstadt. Ich musste durch die Berge fahren. Es wird dunkel. Was ist das? Es ist ein totes Wildschwein! Passt auf! Huch, was zum... Was zum... Oh nein, sie müssen... Oh nein, ich muss ihnen helfen. Ah, aber was wenn sie nicht verletzt wurden und versuchen mich dafür zu beschuldigen? Was tun sie mir dann an? Was ist, wenn sie bewaffnet sind? Hilfe, Hilfe! Nein, ich muss ihnen helfen. Hey, ich brauche einen Krankenwagen. Das Auto hinter mir hatte einen Unfall. Ich muss das Fenster einschlagen. Hey, antworte. Geht es dir gut? Ich hab dich. Komm schon. Hey, geht's dir gut? Oh, ich erinnere mich an dich. Entschuldigung, es sah so aus, als ob sie dich verfolgen würden. Deshalb habe ich sie verfolgt. Ich kümmere mich um sie. Bleib zurück. Okay. Sie bluten ziemlich doll. Wir müssen die Blutung stoppen. Ich mach das. Sicher? Ja. Ich bin Krankenschwester. Echt? Ich auch. Was? Was ein Zufall. Ja, oder? Alles klar, packen wir es an. Beeilt euch bitte. Dann? Dank Tokusasan, dem Krankenpfleger, der mir geholfen hat, haben wir die Blutungen gestoppt und der Krankenwagen hat sie danach mit ins Krankenhaus genommen. Würden Sie gerne Anzeige erstatten wegen des Auffahrens? Nein. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Ich bin hierher gekommen, um meinen Ex zu vergessen, aber die ganze Reise ist im Chaos geendet. Es klingt so, als ob es ihnen gut gehen würde. Gott sei Dank. Ich freue mich einfach, dass es dir gut geht, Yuri. Ja, nächstes Mal lass sie einfach zurück. Das könnte ich nie. Ah, aber etwas Gutes ist auch passiert. Hm? Ja, stimmt. Hey! Entschuldige die Verspätung, Tokusa. Keine Sorge, ich bin auch gerade erst angekommen. Ich habe angefangen, mich mit dem Krankenpfleger zu treffen. Sein Name ist Tokusa. Er reiste auch gerade alleine und wir lebten in der gleichen Stadt. Ich fühlte etwas Besonderes zwischen uns, also entschied ich, ihm meine Nummer zu geben. Die Reise war ein einziges Chaos, aber zumindest habe ich ihn kennengelernt. Es hat sich also gelohnt. Allerdings, das Trio, das im Krankenhaus gelandet ist, scheint so, als ob sie ihre Lektion gelernt haben.
Ich werde mich ab jetzt benehmen.愛する奥さんが交通事故にあって命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いても、いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。 また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Etra-chan hat's gesehen. Ich bin Yuri. Das bin ich vor ein paar Jahren. Zu der Zeit habe ich während meiner Schwangerschaft ein Kind großgezogen. Mein Mann war zu beschäftigt mit der Arbeit, also musste ich alles alleine machen. Ich fühlte mich krank. Mein Körper tut weh. Meine Tochter fährt ungern mit dem Zug oder mit Bussen, also musste ich jeden Tag 30 Minuten zum Kindergarten laufen. Guten Morgen. Hab einen schönen Tag. Entschuldigung, aber Sie dürfen keine Puppen mitbringen. Okay, komm zu Tsuji. Es sind die Regeln. Meine Tochter liebte ihre Puppe Pippi. Sie war immer traurig ohne sie, also brachte ich sie überall mit hin. Zu Tsuji. Ich hoffe, eines Tages kommt sie auch ohne Pippi aus. Ich bin so müde, ich muss mich ausruhen. Aber ich muss noch nach Hause und die Wäsche machen. Oh, ich muss mich übergeben. Hey, geht es Ihnen gut? Alles gut. Okay, entschuldige. Er wollte nur helfen. Aber ich will nicht, dass ein Wildfremder sich hier involviert. Oh. Was ist mit ihr? Oh, ein Blatt? Das Haus. Es ist so weit weg. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich hätte auch den Bus zurücknehmen können. Aber zu der Zeit konnte ich einfach nicht gerade denken. Ich war zu müde. 10 Jahre vorspulen. Tsuji war jetzt in der 5. Klasse. Sie brauchte Pippi nicht mehr. Sie ist schon groß geworden. Eine Nacht. Mama? Tsuji, was ist los? Ich kann nicht schlafen. Ich verstehe. Komm her, wir können reden, bis du müde wirst. In der Schule geht ein Gerücht um. Die Geschichte, die ich heute gehört habe, sie war echt gruselig. Deswegen konntest du nicht schlafen? Kannst du mir die Geschichte erzählen? Vielleicht fühlst du dich dann besser. Also, in unserer Nachbarschaft. Es gibt diese Geisterfrau in der Nähe des Parks. Sie ist dünn und hat lange Haare. Ihr Gesicht ist sehr bleich. Und sie schiebt immer einen Kinderwagen umher. Normalerweise packen Leute ihre Kinder da rein, aber diese Frau, sie hat stattdessen eine verprügelte Pippi-Puppe im Wagen. Und die Frau redet mit der Puppe, als ob sie lebendig wäre. Anscheinend ist das der Geist einer Frau, die Selbstmord begangen hat, nachdem ihr Kind verstorben ist. Und die Puppe war das Lieblingsspielzeug ihres Kindes. Und wenn jemand sie fragte... Das ist deine Puppe, oder? Das ist mein Kind! Dann zerrte sie dich auf die andere Seite. Eine langhaarige Frau, die eine Puppe im Kinderwagen umherschiebt. Ja, und ich laufe durch den Park auf dem Weg zur Schule, also ich hab so Angst. Hey, ich glaube, die reden über mich. Hä? Als die Leute mich vor 10 Jahren gesehen haben, dachten die wohl, ich sei ein Geist. Ich bin eine urbane Legende geworden. Was? Am Anfang wirkte sie verwirrt. Was meinst du? Aber dann habe ich ihr erzählt, wie es damals war. Das wusste ich gar nicht. Sie... Mama, du bist unglaublich. Sag deiner kleinen Schwester nichts davon, okay? Okay, gute Nacht. Ich wusste nicht genau, wie sie so beeindruckt von mir war, aber sie wirkte beruhigt. Sie hat die Nacht wie ein Baby geschlafen. Und naja, das ist also, was passiert ist. Ich? Eine urbane Legende? Ich war so überrascht. Was ist das? Ich habe die Geschichte gehört, als mein Sohn in der 5. Klasse war. Das war vor 5 Jahren. Ja, ich habe das auch schon mal gehört. Ich auch. Ich sage immer noch, wenn ihr euch nicht benehmt, kommt die Pippi-Frau und holt euch zu meinen Kindern. Pippi-Frau? Unglaublich, das warst du, Yuri-san? Du bist praktisch ein Promi. Kann ich dir die Hand geben? Hey, wow, aufhören, hör auf. Nur um sicher zu sein, ich bin kein Geist, okay? Meinen Kindern geht's gut. Wissen wir.
Ich war sehr überrascht über die Geistergeschichte, aber es hat niemanden geschadet und wir haben den Sinn nicht gesehen, jedem die Wahrheit zu erzählen. Hast du das gehört? Dieser Ort ist verflucht. Also haben wir beschlossen, es geheim zu halten. Zum heutigen Tag vorgespult. Beide meiner Töchter haben jetzt ihre eigenen Kinder. Ich war nun Großmutter. Oma, ich habe eine gruselige Geschichte gehört. Oh? Erzähl mir davon. Scheint so, als ob die urbane Legende noch da ist. ご視聴いただきありがとうございました。愛する奥さんが交通事故にあって命の危機にさらされたと知った瞬間落ち込み、その上、その奥さんが不倫までしていたという事実を知って、もう人生のどん底に落ちた瞬間、急展開。職場の女の子と幸せいっぱいの家庭を築けるなんて。悪いことばかりが続いても、いいことがあるように人生ってできているのかもしれませんね。 皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。